ganz schön unterwegs. Was machst du denn hier? Das ist Tai Chi. Da hat mich die Kollegin Linda draufgebracht. Die macht ja Kampfsport. Das soll Sport sein? Ja, das sorgt fürs innere Gleichgewicht. Sorge lieber für dein äußeres Gleichgewicht. Du wirst doch beinahe umgefallen. Was machst du eigentlich hier? Wir haben frei. Ich möchte gerne, dass du mich zu einem Tatort fährst. Was sich genug entspannt. Hepp. Anka Lebrecht, 17. Geht hier um die Ecke zur Schule. Wer hat sie identifiziert? Sie hatte Papiere und ihren Schlüssel dabei. Sonst allerdings nichts. Zeugen? Nein, aber eine Bewohnerin hat einen Schrei gehört, hat sich nichts dabei gedacht. Dadurch können wir aber den Todeszeitpunkt ziemlich eingrenzen. Selbstmord? Nein. Der Gerichtsmediziner hat Hämatome an beiden Handgelenken gefunden und Hautpartikel unter den Fingernägeln. Außerdem hat sie eine Wunde am Kopf, die nicht vom Sturz stammt. Die Spurensicherung ist noch auf dem Dach. Morgen. Morgen. Der Hausmeister sagt, dass immer mal wieder irgendwelche Jugendlichen hier hochkommen und die Tür aufbrechen. Wohl wegen der tollen Aussicht. Aber vor 3 Tagen wurde hier an der Lüftung gearbeitet. Deshalb haben wir im hinteren Bereich viel Staub auf dem Boden und entsprechend deutliche Spuren. Das Mädchen wurde mit dem Stein niedergeschlagen, bevor man sie vom Dach geworfen hat. Wir haben Spuren von Blut und Haaren dran gefunden. Für Fingerabdrücke ist er zu rau. Sonst noch was? Ja, es lag viel Müll auf dem Dach. Und das hier. Ein Altmann-Füller kostet im Laden locker 250 Euro. Darf ich? Jemand muss es den Eltern sagen. Danke. Ich mach das. Ich gehe mit. Frau Lindner, einen Augenblick. Ich schätze ja Ihren Ehrgeiz. Aber wissen Sie, ich habe es nicht gerne, wenn ich an den Tatort komme und die ganze Arbeit ist schon gemacht. Sie haben frei. Und ich dachte, ich würde Sie nicht für was stören, was vielleicht Selbstmord ist. Ich erkläre es Ihnen ganz einfach. Wir sind eine Abteilung. Wenn man Sie ruft, werden wir gerufen. Und wenn ich keine Lust habe, lasse ich es Sie wissen. Das ist immer das Schwerste. Besser, man bringt's hinter sich. Natürlich. Tut mir leid. Schon gut. Geht uns allen mal so. Ja? Guten Tag, Frau Lebrecht. Mein Name ist Schneider, Kripo Halle. Das ist meine Kollegin Lindner. Es geht um Ihre Tochter. Was haben Sie denn da im Gebüsch gesucht? Ich habe nach Leerhut gesucht. Nein, ich stolz drauf. Was soll ich machen bei der Migräne-Rente? Ich schmeiß das Zeug da einfach in die Büsche. Als ob das ordentlicher ist, als wenn Sie es einfach auf der Straße liegen lassen. Kennen Sie das Mädchen? Nein. Schauen Sie sich doch die Klamotten an. Sowas wohnt hier nicht. Hier lebt nur das Gesocks. Sowas wie ich. Ihre Personalien haben wir ja, falls noch was ist.
Hallo. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin von der Polizei. Du weißt, was da drüben passiert ist. Warst du dabei? Ich habe gehört, was passiert ist und bin hin. Aber du kennst Anke. Wir sind zusammen auf einer Schule. Ihr Vater ist im letzten Jahr gestorben. Das war nicht leicht für sie, aber ich habe gedacht, das hat sie irgendwie doch verarbeitet. Wie ist das passiert? Selbstmord. Darf ich nach den Ursachen fragen? Wir hatten beide einen Beruf, mit dem wir glücklich waren. Wir hatten Freunde, wir hatten Geld, wir hatten alles. Aber es hat nichts genützt. Es war, als wäre da ein tiefes, großes, schwarzes Loch, in das er immer mehr hineingesaugt wurde. Depressionen. Ich habe schreckliche Angst gehabt, dass Anka das auch haben könnte. Aber es gab keine Anzeichen dafür. Sie war traurig. Sie hat viel über den Tod nachgedacht. Aber sie war nicht krank, so wie er. Ich verstehe das einfach nicht. Sie haben da was missverstanden. Wir gehen nicht davon aus, dass Ihre Tochter freiwillig aus dem Leben gegangen ist. Ich verstehe nicht. Hatte Anka Streit mit jemandem? Nein, sie war bei allen beliebt. Wir würden uns gern in Ankas Zimmer umsehen. Alter, was war das vorhin? Schreist du mir nach, oder was? Ich wollte nur sehen, was hier los ist. Was willst du von mir? Musst du doch gleich sehen. Kannst du ja mal probieren, ob die Tusse jetzt kommt und dir hilft. Ich glaub ja nicht. Sie ist tot, du Scheißkerl! Sie ist tot! Komm, guck, guck! Lass den Opfer! Wo ist denn? Lass ihn in Ruhe. Was denn nicht? Springst du dann über mich rüber? Ich mach mir Fangs in die Hose? Schubst mich vom Dach? Hä? Lass ihn einfach in Ruhe, hast du verstanden? Junge, ich hab's dir schon mal gesagt. Leg dich nicht mit mir an! Haben Sie mal gesehen, was sie auf Ihrem Rechner hat? Nein. Ich habe mir zwar Sorgen um sie gemacht, aber nicht so, dass ich ihr hinterher geschnüffelt hätte. Kennen Sie diesen Füller? Nein. Anke hat wenig mit der Hand geschrieben. Sie hat immer das kleine Netbook benutzt, was ich ihr geschenkt habe. Aber das haben Sie ja sicher. Nein, nein. Außer Ihren Papieren und Ihren Schlüsseln hatte sie nichts bei sich. Sie hatte doch sicher Ihr Handy dabei. Natürlich. Geben Sie mir Ihre Nummer, bitte. 0178-94351. Ich würde das gerne mitnehmen. Wir müssen die Dateien durchsuchen. Ja, sicher. Ich helfe Ihnen dann beim Tragen. Danke, nicht nötig. Tja. Schneider hier. Ich brauche einen Gerichtsbeschluss, um folgende Nummer anzupeilen. 0178-94351. Teilnehmer Anka Lebrecht. Danke. Ich hatte mir angemessen, beeindruckt zu sein. Wir haben gestern Abend telefoniert. Sie war total mies drauf, hat gesagt, dass wir die Aufführung vielleicht ohne sie durchziehen müssen. Ich hab gedacht, sie hat Probleme mit der Rolle. Hab ihr gesagt, wenn sie es nochmal mit mir durchgehen will, können wir uns ja vor der Schule treffen. Aber heute Morgen ist sie nicht gekommen. Erst da habe ich geschnallt, dass sie es vielleicht ganz anders gemeint hat, dass sie zur Premiere nicht mehr da ist. Du glaubst, sie hat Selbstmord begangen. Etwa nicht? Nein, nein, nein. Hatte sie Streit mit irgendjemandem? Ja, schon. Ich habe ja gesagt, seitdem ihr Vater den Unfall hatte, da ist sie ganz anders geworden. Ja?
Ah, danke. Wir haben eine Peilung. Das Handy ist noch ganz in der Nähe des Tatorts. Ich fahr sofort hin. Nee, kümmern Sie sich um den Computerkram. Ich mach das. Wir haben echt viel zusammen gemacht. Aber nach dem Tod von Ihrem Vater, da war das alles vorbei. Sie hat bei der geringsten Kleinigkeit angefangen zu weinen. Wenn jemand ungerecht behandelt wurde, das hat sie gar nicht ausgehalten. Da ist sie ganz wild geworden. Hat sich in Sachen eingemischt, die sie überhaupt nichts angingen. So ist es auch zu dem Streit mit diesem Oleg gekommen. Was für ein Streit? Wir haben eine ganze Menge Aussiedler bei uns. Die haben eine Werkstatt hinter der Schule. Soll eigentlich ein Schulprojekt für alle sein. Aber inzwischen haben es die Russen fest in der Hand. Und machen da Geschäfte. Schneider, überprüfen Sie bitte nochmal die Peilung. Nicht mehr ins Netz eingewiesen. Verstehe. Danke. Mist. Ist ja widerlich. Dann sollten Sie mal ins Netz gehen, da gibt es noch viel schlimmere Sachen. Ja, was sind denn da die Lehrer? Warum greifen da keiner ein? Glauben Sie, die haben Lust, sich auch einen einzufangen? Das hat aber Anka nicht davon abgehalten. Das ist dieser Oleg, ja? Ja. Und der, für den sich Anka da eingesetzt hat, wie heißt der? Das ist Lennart. Da fragen Sie mich nicht nach dem Nachnamen. Den nennen alle immer nur Lennart der Loser. Den kenne ich, den habe ich schon mal gesehen. Mit so einer Truppe da, die man so rumspringen. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber der ist nicht mehr bei uns auf der Schule. Ist vor den Ferien abgegangen. Gottes Willen, was denn passiert? Wir hatten eine Peilung für das Handy des Opfers, aber die Verbindung ist plötzlich abgerissen. Das heißt, jemand hat das Handy ausgeschaltet? Nein, das reicht nicht. Jemand muss den Akku rausgenommen haben. Die letzte Peilung kam ganz aus der Nähe des Tatorts. Ich hab da was. Ich denke, das sollten Sie sich ansehen. Wir haben die Festplatte aus dem Rechner des Opfers mitgenommen. Ich glaube, ich bin auf was gestoßen. Wieso machen Sie das ohne mich? Das ist die Arbeit meiner Abteilung. Ich weiß, aber ich hatte es eilig. Außerdem ging es nicht um die technische Analyse, sondern um die inhaltliche Auswertung der Platte. Auf was sind Sie denn gestoßen? Ich würde vorschlagen, Sie kommen einfach mit und sehen sich selber an. Na, da geht's ja wohl nicht um technische Details. Ja, wohl mehr um Inhaltliches. Da werde ich ja wohl nicht gebraucht. Frau Weigand. Wir neigen dazu, die Kollegin Weigand nicht als technische Hilfskraft, sondern als Teil des Teams zu sehen. Das zahlt sich langfristig aus. Röschen regt sich auch wieder ab. Komm bitte. Jemand hat Anka vor ihrem Tod regelmäßig Bilder und Videobotschaften gemailt. Der Absender bezeichnet sich selber als Krieger. Es gibt noch ein paar ähnliche Bilder und E-Mails. Aber so wie es aussieht, ist das nur ein ganz kleiner Teil einer umfangreichen Korrespondenz. Das Ganze hat offensichtlich vor 3 Monaten angefangen. Ihre Mutter hat doch gesagt, dass sie ihre Mails auf dem Netbook geschrieben hat. Wahrscheinlich ist da der Rest. So wund bin ich, innerlich, dass mir, wenn ich die Nase aus dem Fenster stecke, das Tageslicht wehe tut. Die Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen war. Wie schön wäre es, wenn wir diesen Weg zusammen gehen könnten. Das ist doch Anka. Ja. Jemand wollte sie zum gemeinsamen Selbstmord überreden? Oder jemand, der über ihren Vater Bescheid wusste, wollte sie in den Selbstmord treiben. Und als es nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat, hat er nachgeholfen.
dass wir einen Absender ermitteln? Keine Chance. Hatte die Adresse getarnt. Wir wissen nur, dass er aus Halle stammt. Du hast mir doch vorhin erzählt, dass Anka keinen Freund hatte. Ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Verstehe nicht, was Sie meinen. Seit 3 Monaten hat sie sich mit irgendjemandem Mails geschrieben. Das glaube ich nicht. So was hätte sie mir bestimmt erzählt. Überleg doch nochmal. Hat sie denn nicht irgendeine Andeutung gemacht? Nein, nichts. Es könnte durchaus sein, dass der Absender der Mails der Mörder deiner Freundin ist. Es wäre also keine gute Idee, wenn du hier irgendjemanden schützt. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich weiß nichts davon. Sie müssen sich hören, davon hätte Anka mir erzählt. Junge Mädchen erzählen ihren Müttern nicht alles. Aber Anka hat oft mit mir über das Thema gesprochen. Ich habe mir Sorgen um sie gemacht, dass sie so wenig Freunde hat, besonders nachdem sie sich von Götz getrennt hat. Wer ist Götz? Der Mädchenschwarm von Ankas Schule. Sie war total in ihn verknallt. Das Problem war nur, dass Götz mit Ankas Freundin Nele zusammen war. Und wie hat Nele darauf reagiert? Sie war unglaublich wütend und hat nicht mehr mit Anka gesprochen. Wo stehen wir denn? Ankas Freundin hat eindeutig ein Motiv. Das gleiche gilt für Götz Zinker. Immerhin hat Anka ihn einfach fallen lassen. Und Oleg Kramer, mit dem hatte sie Streit. Es ist ja nicht sicher, dass Anka von jemandem getötet wurde, den sie sich zum Feind gemacht hat. Es kann ja auch sein, dass es einer war, der sie mochte und nun enttäuscht war, weil sie nicht bereit war, mit ihm in den Tod zu gehen. Na, die Texte wirken etwas zugebildet für einen Schulabbrecher. Puh, Zitate kann man abschreiben. Liebe Frau Lindner, Heinrich von Kleist nahm sich am 21. November 1811 das Leben in Berlin am Wannsee. Übrigens zusammen mit einer Frau. Ja. Die Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen war. Stand in seinem Abschiedsbrief. Da sind auch die anderen Zitate draus. Deswegen kam mir das so bekannt vor. Warum hast du das nicht vorhin schon gesagt? Da wollte ich ja, aber da sind wir ja schon losgelaufen. Quatsch. Dir ist das auch nur bekannt vorgekommen, du hast heimlich nachgeschlagen. Also irgendwas muss doch das Internet gut sein. Aber hier mit deiner angeblichen Bildung protzen. Die Frage ist doch, wenn er vorhatte, sich zusammen mit ihr das Leben zu nehmen, warum hat er sich nicht vom Dach gestürzt, nachdem er sie runtergeworfen hat? Gut möglich, dass er es noch macht, wenn wir ihn nicht vorher finden. Davon gesagt? Ich wollte dich nicht beunruhigen. Wie rücksichtsvoll. Für den Stand? Für unseren Stand auf dem Laternenfest. Ich habe es extra ein bisschen größer gemacht, sonst übersehen es die Leute. Ist doch für einen guten Zweck. Für dich. Was ist denn das? Dein Kostüm. Ein Kostüm? Gabi, wir haben einen Stand, um für Verbrechensopfer zu sammeln. Ja, aber auf dem Mittelaltermarkt. Und da trägt man entsprechende Kostüme. Nee, kommt nicht in Frage. Ich mache mich doch nicht zum Affen. Das ist dein Stand. Und das war deine Idee, damit wir mal was zusammen machen. Ja, ich weiß, aber im Moment, da habe ich diesen Mordfall mit dem... Herbert, es wird immer einen Fall geben. Na, kann ich auch nichts dran ändern. Wenn es dir nicht gefällt, dann wärst du vielleicht mit dem Bankbeamten besser dran. Hast du dir mal überlegt, was ist, wenn es plötzlich keinen Fall mehr gibt?
wenn du in Pension gehst? Schon mal davon gehört, wie es Leuten geht, die sich immer nur um ihren Job gekümmert haben? Du, die fallen in ein Loch so groß wie der Grand Canyon. Gabi, dieses Kostüm, bist du sicher, dass ich damit die Leute nicht eher verkraule? Nein, es ist toll. Und wenn du erst mein Kostüm siehst, dann legst du dich glatt hin. Ein Traum. Du wirst sehen, wir haben Riesenspaß. Aha. Nee. Ich weiß, was du getan hast und du wirst dafür bezahlen. Jetzt einen Job. Hast du frei heute? Was gehen Sie das an? Es tut mir leid. Ich habe mich sehr für dich eingesetzt. Wenn ich eine Chance gehabt hätte, dir zu helfen. Sparen Sie sich das. Mir geht's gut. Man kann niemandem helfen, der sich selber aufgegeben hat. Wir haben telefoniert. Ja, guten Tag. Hier ist ja ganz schön Betrieb. Ich dachte, es sind noch Sommerferien. Ja, das gehört zum Konzept unserer Schule. In der schulfreien Zeit bieten wir Kurse und Projekte an, um die Schüler nicht sich selbst zu überlassen. Das ist im Moment wichtiger als sonst. Immerhin müssen sie den Tod einer Mitschülerin verarbeiten. Frau Lohse? Ja? Schneider, Kripo, Halle. Ja, was gibt's denn? Ist Ihr Sohn Lennart zu Hause? Ja, aber... Ich möchte gern mit ihm sprechen. Wir sind hier so eine Art Experiment, auch wenn unsere Direktorin den Ausdruck nicht so gerne hört. Was meinen Sie damit? Naja, wir sind auf dem besten Wege, eine Art Zwei-Klassen-System zu kriegen. Also nicht arm und reich, sondern mit Arbeit und ohne. Das sieht man in der Regel schon in den Schulen. Wir versuchen das hier nicht zuzulassen. Unsere Schule steht in einem Gebiet von Halle, wo es Kinder aus der Unterschicht genauso gibt wie Kinder aus wohlhabenden bürgerlichen Familien. Wir versuchen den gebildeten Kindern ein attraktives Angebot zu machen und den Unterprivilegierten jede Menge an Förderkursen anzubieten, damit die den Anschluss halten. Aber Konflikte bleiben da natürlich nicht aus. Haben Sie ein Problem? Ich suche die Schulwerkstatt. Gleich da vorn. Du kanntest Anka Lebrecht? Wen? Nee, du hast sie doch verteidigt, als sie sich für den Lennart eingesetzt hat. Warum hast du das gemacht? Sie haben dieses bescheute Video gesehen. Es ging nicht um Sie, ging um die Russen. Die Werkstatt war mal ein Schulprojekt, aber inzwischen haben die daraus eine Art Betrieb gemacht. Denken, dass Ihnen das Gelände hier gehört. Legen Sie ständig mit uns an. Anka und du, ihr wart befreundet? Machen Sie Witze? Jemand wie die ist nicht mit einem wie mir befreundet. Wie jemand wie Sie? Ja, ich arbeite in einem Burgerladen. Jemand wie Anka wird Rechtsanwältin oder Ärztin wie ihre Mutter. Na, aber du hast ihr doch geholfen. Ich habe nicht ihr geholfen, sondern dem Russen klargemacht, dass er nichts zu sagen hat.
Wie gut kanntest du Anka? Wart ihr befreundet? Wollen Sie mich verarschen? Jemand wie Anka ist nicht mit jemandem wie mir befreundet. Wieso? Was ist falsch an dir? Ich bin ein Nerd. Und was noch viel schlimmer ist, ein Nerd, der nichts auf dem Kasten hat. Was ist denn ein Nerd? Ich glaube, zu ihrer Zeit nannte man sowas Streber. Wurden die da auch schon so fertig gemacht? Ich hätte sie kennen, das Scheißvideo. Sonst wären sie ja gar nicht hier. Jeder kennt das Scheißvideo. Bist du nie auf die Idee gekommen, dich zu wehren? Man kann sich gegen das wehren, was die Leute mit einem machen. Aber nicht, wie sie einen sehen. Früher habe ich noch gedacht, dass es zumindest aufhört, wenn man von der Schule runter ist. Aber das ist Quatsch. Es gibt draußen auch nur drei Arten von Leuten. Die, die schubsen, die rumgeschubst werden und die, die einen sicheren Platz auf dem ersten Rang haben und dabei zugucken können. Ich glaube, so einfach ist das dann doch nicht. Das sagen immer die, die am ersten Rang sitzen. Obwohl, als Polizist gehören sie ja wohl eher zu denen, die andere rumschubsen. Und Anka? Eindeutig erster Rang. Aber sie hat nicht einfach zugeguckt. Sie hat sich eingemischt. Es war schrecklich mit anzusehen, wie Anka sich nach dem Tod ihres Vaters verändert hat. Vorher war sie ein offenes, fröhliches Mädchen. Aber nach seinem Tod war es, als wäre alle Kraft aus ihr rausgelaufen, wie aus einem zerbrochenen Gefäß. Sind Sie sich sicher, dass es kein Selbstmord war? Ja. Wir haben auch Grund zu der Vermutung, dass sie ursprünglich mit jemandem zusammen aus dem Leben gehen wollte. Jemand, den sie erst vor kurzem kennengelernt hat. Sie hat sich mit ihrem neuen Freund sehr poetische Mails geschickt. Daran wurde Kleist zitiert. Haben Sie irgendwas in der Art in Ihrem Unterricht durchgenommen? Oder in der Theater-AG? Nicht in diesem Jahr. Guten Tag, Schmücke mein Name. Kriminalpolizei. Olle Kramer? Wo wollen Sie denn wissen, wie ich heiße? Ich hab dich in einem Video gesehen. Hörst du, das so geil. Sie Stolle! Vorsichtig, ты снимался музыкальным видео? В видео где показано, как я его головой вперед засовываю в мусорку. Нет, нет, друг милый мой. Был на другом видео. Видео, в котором ты играл с розовым платье, а? В чулочках. Пати. Я ком пописываюсь. Пати в туряге для малолеток. Туда ты залетишь. Птичка, wenn du so weitermachst. Also, was hattest du mit Anka zu tun? Worum geht's denn eigentlich? Es geht darum, dass du mit Anka Streit hattest und Anka gestern umgebracht wurde. Damit habe ich nichts zu tun. Wo warst du denn gestern früh um 9? Zu Hause. Kann das jemand bezeugen? Wir haben ein Alter. Aber da müssen Sie warten, bis der mal nüchtern ist. Ist aber schon länger nicht mehr vorgekommen. Warum hätte ich sie denn umbringen sollen? Weil sie sich mit dir angelegt hat. Kann man im Internet bewundern. Peinlich, peinlich. Und die war in Ordnung. Hat mir ihre Meinung gesagt, die war sauer, aber sie hat nicht auf mich runtergeschaut. Für die meisten sind wir Abschaum, wir sind Dreck. Die nennen uns Russenmafia. Dabei gucken wir auch nur, wie wir klarkommen. So eine war sie nicht. Die war voll in Ordnung. Hast du sie dann nach dem Streit noch öfters gesehen? Das war ja nicht zu vermeiden. Wir waren in derselben Schule, wir hatten Kurse zusammen. In der Freizeit war sie auch oft hier in der Schule. Was hat sie denn hier gemacht? Er hat sich halt rumgetrieben. Das machen viele, die keinen Bock haben, sich zu Hause nerven zu lassen. Und hat sie mit dir gesprochen über ihr Zuhause? Mit mir gesprochen drüber. Nee. Auf welchem Stern leben sie, ey? Hätte sie mir irgendwas erzählt, dann hätte sie ihre Clique nicht mal mit dem Arsch angeguckt. Und bei denen werde ich unten durch. So ist das. Tut mir leid, geht einfach nicht. Götz? Götz Zinker? Ja. Lindner, Kripo Halle. Es geht um den Tod von Anka Lebrecht. Da weiß ich nichts von. Du warst doch aber mal mit ihr zusammen. Ist eine Weile her. Kann ich mal eine vernünftige Antwort haben, sonst nehme ich dich mit aufs Präsidium. Ja, dann stellen Sie mir doch mal eine richtige Frage. Gern. Wo warst du gestern, 9 Uhr? Hier in der Schule. Allein? Ja, ich komme gern früher her, um Musik zu machen. Wie kam es denn zu eurer Trennung? Keine Ahnung. Sie wollte mich haben und als sie mich dann hatte, hat sie mich einfach fallen lassen.
Ich nehme an, du warst entsprechend sauer auf sie? Glauben Sie, das kratzt mich? Habe ich nicht nötig. Du bist ganz schön eingenommen von dir. Also ich finde dich nicht so toll. Ja, sie wäre mir auch ein bisschen zu alt. Charmant bist du auch nicht. Sie sind ja wohl nicht hergekommen, um mit mir zu flirten. Sehe ich so aus, als ob ich an Geschmacksverirrung leide? Wie bist du mit der Trennung klargekommen? Ich war enttäuscht, aber nicht sauer. Mit Anka war nach dem Tod von ihrem Vater sowieso nichts mehr anzufangen. Wenn einer sauer war, dann Nele. Ich dachte, die beiden waren befreundet. Das fragen Sie besser Nele. War's das? Ja, vorab. Ansonsten melde ich mich. Kannst kaum erwarten. Ist das Ihre übliche Art der Zeugenvernehmung, Frau Kollegin? Ach, nur wenn die so widerlich von sich selber eingenommen sind. Klar, das Mädchen hat sich von ihm getrennt, aber man darf doch erwarten, dass er auf irgendeine Art und Weise trauert. Es sei denn, er ist der Täter. Vielleicht hat er keine Lust, die Trauer mit Ihnen zu teilen. Wo ist dein Problem, Alter? Wo ist denn dein Problem? Du hast dein Problem, Mann! Du blöder Ficker! Auseinander! Da, was denn? Nehmen wir ihn mit? Lassen Sie ihn laufen. Wir haben ganz andere Sorgen. So. Und ihr geht jetzt. In verschiedene Richtungen. Jetzt! Sonst landet ihr in der Restzelle. Klar. Kollege Schneider wird selber daran, das nicht miterlebt zu haben. Ja. Ja, kenne ich. In einer halben Stunde. Wie erkenne ich Sie? Zusammen mit dem Mädchen. Sie haben sich gestritten. Das war kein Streit. Ist mir egal. Erzählen Sie das der Polizei. Woher haben Sie das Handy? Habe ich gefunden. Zusammen mit so einem kleinen Computer. Da sind Sachen drauf von Ihnen. Ich habe sie wiedererkannt. Ich kann das Dach von meinem Fenster aus ziemlich gut sehen. Was wollen Sie? Ich will Ihnen die Sachen verkaufen. 2000 Euro können Sie den Kram haben. Ich muss erst noch zur Bank das Geld besorgen. Die Bank hat aber schon zu. Gut, dann sehen wir uns morgen hier. Um die gleiche Zeit. Wenn Sie irgendwas versuchen, landen die Sachen bei der Polizei. Und Sie hören auf, mir solche Mails zu schicken, sonst können Sie das Geld vergessen. Was soll denn der Quatsch? Ich habe Ihnen keine Mails geschickt. Ich habe nicht mal einen Internetzugang. Keiner der Jugendlichen hat zugegeben, ein engeres Verhältnis zu der Toten gehabt zu haben. Es hat sie auch niemand mit jemandem gesehen. Vielleicht haben Sie und dieser sogenannte Krieger sich nie gesehen, sich nur in irgendwelchen Chatrooms getroffen. Das passierte heute dauernd. Glaube ich nicht. Wie willst du sonst erklären, dass sie keinem was von ihrem neuen Freund erzählt hat? Herbert, du hast ja nur gar keinen Sinn für Romantik, was? Was sagt denn deine Gabi dazu? Bisher habe ich noch keine Klagen gehört. Was meinst du damit? Du hast doch die Mails gelesen. Kleist, Selbstmord am Wannsee. Das ist pure Romantik, verbotene Liebe. Romeo und Julia, Ferdinand Luise. Du meinst, sie war mit jemandem zusammen, der nicht standesgemäß war? Also dieses Thema ist doch seit knapp 100 Jahren durch. Na, dass du dich dabei nicht täuscht. Was wäre, wenn sie mit jemand zusammen war, den ihre Clique zum Beispiel nie akzeptieren würde? Hier, Lennart oder den Russen. Meinst du das wirklich?
Ich finde das plausibler als die Vorstellung, dass sie mit jemand vom Dach springt, den sie vorher noch nie gesehen hat. Etwas komischer Treffpunkt. Ein bisschen. Warum hast du bei der Vernehmung nicht gesagt, dass Anka dir deinen Freund ausgespannt hat? Weil das keine Rolle mehr gespielt hat. Ich war furchtbar sauer auf sie, aber dann ist ihr Vater gestorben. Und dann war alles so egal. Eifersüchtig ist man doch auf jemanden, der zu beneiden ist. Anka war nicht zu beneiden. Ihr ging es furchtbar schlecht. Und ich hab's nicht geschafft, ihr zu helfen. Der Kleine, der in seiner ganzen Verzweiflung bestimmt in der Lage zu so einer Tat, würde auch zu seinem Profil passen, sich im Internet als Krieger darzustellen. Aber in seinem ganzen Zimmer war nichts, das auf irgendeine Beschäftigung mit Zeichnen oder Poesie hinweist. Nur Wissenschaftskram. Du, das kann er auch irgendwo versteckt haben. Ich meine, er muss ja damit rechnen, dass gegen ihn ermittelt wird. Aber ich denke, die Jugendlichen holen sich heutzutage sowas alles aus dem Internet. Gibt's was Neues? Ja, wir sind dem Füller auf der Spur. Gibt nur 2 Läden in Halle, die den im Sortiment haben. Aber wenige Verkäufe dieses speziellen Modells. Die Läden überprüfen ihre Kreditkartenabrechnung, um festzustellen, wer die Käufer waren. Außerdem haben wir rausgekriegt, wie diese Videos entstanden sind. Es gibt eine Software, mit der man das ziemlich einfach herstellen kann. Man muss sich registrieren lassen, damit es funktioniert. Und die Hersteller haben versprochen, eine Liste der Käufer zu schicken. Danke, gute Arbeit. Wir sind unterwegs. Der Rentner, der die Tote gefunden hat, ist gerade bei sich zu Hause überfallen worden. Die Nachbarn haben die Polizei verständigt und sind an einen aufmerksamen Beamten geraten, der sich erinnert hat, dass der Mann ein wichtiger Zeuge in unserem Mordfall ist. Ja, Frau Lindner, ich möchte hier. Hubert Marker ist gerade in seiner Wohnung überfallen worden. Fallchenweg 7. Sind Sie noch in der Nähe da? Ja gut, dann übernehmen Sie bitte, bis wir da sind, ja? Danke. Herr Marker, es ist heller Tag. Sie müssen doch irgendwas von dem Angreifer gesehen haben. Das habe ich doch Ihren Kollegen schon gesagt. Der ist von hinten auf mich los. Aber Sie müssen doch irgendeine Idee haben, was der von Ihnen wollte. Bitte entschuldigen Sie, aber für mich sieht das hier nicht so aus, als ob dafür ein Einbrecher was zu holen wäre. Ich weiß selber, dass ich ein armer Schlucker bin. Das müssen Sie mir nicht unter die Nase reiben. Bei diesen Scheiß-Junkies ist es doch völlig egal, wo sie einbrechen. Die machen auch für 2 Euro alles kaputt.
weiß ich, warum mir die Adresse so bekannt vorkam. Von hier hat sich das Handy der Toten ins Netz eingewählt. Schneider noch mal hier. Es geht um die Peilung von... Ja, genau. Wann? Und da ruft er nicht an und sagt mir Bescheid? Das Handy von Anke hat sich heute Nachmittag noch mal eingewählt. Genau von dieser Adresse. Keine Ahnung, von was Sie reden. Da haben Sie doch sicher nichts dagegen, dass Sie uns mal hier ein bisschen umschauen. Doch, ich bin ja das Opfer und nicht der Täter. Zum Glück brauchen wir Ihre Zustimmung nicht. Wir ermitteln hier wegen Einbruch. Und da gehört es zu unseren Pflichten, alle notwendigen Spuren zu sichern. Herbert? Ach nee. Röschen muss her. Wir brauchen die Spurensicherung. Sie sind ja verrückt. Ich habe mit dem Tod des Mädchens nichts zu tun. Wie sind Sie denn an die Sachen gekommen? Habe ich gefunden. Wie das? Ich habe gehört, wie ein Handy klingelt. Und da habe ich einen Rucksack gefunden. In der Streugutkiste. Wann soll denn das gewesen sein? Kurz nachdem Sie vom Tatort weg waren. Das kann nicht gewesen sein. Ich habe die Nummer angerufen, bevor ich mir die Peilung besorgt habe. Dann sag ich doch, das Ding hat geklingelt. Ich weiß, ich hätte die Sachen abliefern müssen. Aber ich habe gedacht, ich krieg da noch ein paar Euro für. Glauben Sie, mir macht das Spaß, in Mülltonnen nach Pfandflaschen zu suchen? Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet. Was für eine Scheißwelt ist das, wo alte Leute sowas machen müssen? Und solche wie dieses Mädchen haben alles. Hat sie das wütend gemacht? So wütend, dass Sie das Mädchen ermordet und ihr den Rucksack abgenommen haben? Ich habe sie nicht umgebracht! Wer kommt denn auf die Idee, bei Ihnen einzubrechen? Ist ein komischer Zufall, nicht? Ja, woher soll ich das wissen? Vielleicht hat mich jemand beobachtet, als ich die Sachen gefunden habe. Und hat dann gewartet, bis Sie wieder nach Hause kommen, um Sie zu überfallen, statt Sie sofort nach dem Fund zu überfallen. Das glauben Sie doch selber nicht. Ich schlage vor, wir geben Ihnen eine Nacht in einer Zelle, da können Sie ungestört über alles nachdenken. Der Kollege Schmücke lässt fragen, wann denn mit der Auswertung des Handys und des Netbooks zu rechnen ist. Das Zeug ist runtergefallen, hat ganz schön was abgekriegt. Es wird eine Nachtschicht. Vor morgen früh ist nichts zu machen. Aber Sie können mir ja gern helfen, Frau Lindner. Sie sind ja sehr kompetent auf dem Gebiet. Sicher, gerne. Kein Problem. Sagen Sie mal her. Das war ein Scherz. Ich komme schon klar. Ich gehe auch nicht los und befrage Ihre Zeugen. Ich hatte es auch schon beim ersten Mal begriffen. Immer schön, wenn man sich gut versteht. Was soll's sein? Eine Cola. Wie sieht's aus? Machst du's oder hast du Schiss? Wie lange willst du denn noch das Opfer spielen? Zeit, dass du dich mal wehrst. Na gut. Was machen wir mit unserem Rentner? Der ist immer noch in Haft. Und da bleibt er auch, bis er bereit ist, uns die Wahrheit zu sagen. Guten Morgen. Morgen. Morgen, Frau Weigand. Wir dachten schon, Sie liegen hier mit dem Kopf auf den Schreibtisch und schnarchen, wenn wir zur Arbeit kommen. Passiert demnächst auch, aber noch habe ich zu tun. Die Sache mit dem Netbook dauert noch. Das war schwerer beschädigt als das Handy, aber das habe ich wieder zum Laufen gebracht. Und ich habe noch was anderes.
Die Liste der Leute, die einen Füller gekauft haben. Eine davon heißt Bennecke. Sova Bennecke. Sova Bennecke? Das ist doch die Frau von dem Heiner Bennecke, dem Klassenlehrer. Das heißt, das ist ein Tutor. Was ist denn drauf auf dem Handy von dem Mädchen? Die Nummer von Heiner Bennecke und diverse Fotos von ihm. Ach nee. Also ich weiß nicht, wie das heute ist, aber wir hatten früher keine Fotos von unserem Lehrer bei uns. Natürlich werden wir heute nicht proben. Ist ja auch gar nicht möglich ohne Anker. Ich wollte euch trotzdem sehen. Wollte, dass wir die Chance nutzen, darüber zu reden. Und was soll das bringen? Man sollte mit sowas nicht alleine bleiben. Der Tod ist unvorstellbar. Unvorstellbar und schrecklich. Brauchen die Lebenden, um damit klarzukommen. Anka ist nicht einfach so gestorben. Jemand hat sie umgebracht. Dann sollten wir der Polizei helfen, den Schuldigen zu finden. Da sind wir schuldig. Und wenn wir wissen, wer schuld ist? Dann dürft ihr das auf keinen Fall für euch behalten. Weißt du denn was? Weißt du, wer es war? Sie. Ich? Wie kannst du denn sowas sagen? Ich habe ihnen gesagt, was die Russen in der Werkstatt zu machen. Aber sie wollten ja nichts unternehmen. Haben diesen Oleg in Schutz genommen. Anka wollte was unternehmen und jetzt ist sie tot. Glaubst du nicht im Ernst, dass Oleg was damit zu tun hat? Sie haben doch keine Ahnung, was sie da sonst noch so machen. Aber das ist ihnen auch egal. Wenn ich ihnen jetzt sagen würde, dass sie da mit Drogen handeln, was würden sie dann machen? Nichts. Wetten? Und wenn Anka rausgekriegt hat, was sie da machen? Wenn sie deshalb gestorben ist, was dann? Bleiben sie dann trotzdem hier sitzen und spielen den großen Beschützer? Glaubst du das mit den Drogen nur oder weißt du das? Ich habe gesehen, wie dieser Oleg Drogen in sein Spind eingeschlossen hat. Bist du irre, sowas zu erzählen? Oleg macht dich platt. Vor was hast du denn Angst? Dass du keinen Stoff mehr kriegst, du Rock-Genie? Würdest du das vor der Polizei aussagen? Ja, klar. Aber bis die hier sind, hat er den Stoff längst verscharrt. Wieso gehen sie nicht hin und sehen selber nach? Na gut, warum nicht? Du kommst mit. Lindner, Kripo, Halle. Darf ich reinkommen? Ja, sicher. So, geht mal spielen. Auf. Sie haben vor einem halben Jahr einen Füller der Marke Altmann gekauft. Darf ich wissen, wo der ist? Den habe ich verloren. Worum geht's denn? Wir haben diesen Füller an der Stelle gefunden, wo Anka Lebrecht, eine Schülerin ihres Mannes, umgebracht wurde. Haben Sie eine Idee, wie der auf das Dach gekommen sein kann? Vielleicht hat ihn jemand gefunden. Kannten Sie Anka Lebrecht? Nee, bin ihr nie begegnet. Wir haben mittlerweile auch das Handy des Mädchens gefunden. Da ist die Nummer ihres Mannes drauf. Anhand der Anruflisten kann man ja sehen, dass Anka ihren Mann allein letzte Woche mehrmals angerufen hat. Und es sind auch einige Fotos von ihm auf dem Handy, die sind nicht in der Schule entstanden. Sie waren mal selber Lehrerin. Ist das üblich? Die Fülle war ein Geschenk für meinen Mann. Irgendeine Idee, was er auf dem Dach wollte? War er mit dem Mädchen verabredet? Hatten die beiden ein Verhältnis miteinander? Ich weiß es nicht. Ich denke schon. Ich habe ihn nicht gefragt, ich hatte Angst vor der Antwort. Ja. Was wollen Sie denn hier? Oleg, ich bin hier immer noch Lehrer, falls du es vergessen hast. Ich möchte einen Blick in deinen Spind werfen. Was interessiert Sie, mein Spind? Der Spind ist immer noch Schuleigentum. Ich brauche nicht deine Erlaubnis, um da reinzusehen. Also machst du ihn jetzt bitte auf oder soll ich jemanden holen, der ihn aufbricht? Na, wenn es sie glücklich macht.
Das ist nicht meins, das habe ich nie gesehen. Der Spind war verschlossen, wie kommt das da rein? Hey, das ist nicht meins, was muss mir irgendjemand da reingetan haben? Das kannst du jetzt der Polizei erzählen, Oleg! Du warst das, ne? Du hast mir jetzt hier den Spind getan, ne? Blödsinn, wie soll ich denn an die Drohung kommen? Alter, du lügst! Hey! Das glaubt dir kein Wort, Mann! Du lügst! Ich kann zwar nicht so tolle Sachen wie meine Kollegin, aber wenn es drauf ankommt, setze ich mich einfach auf dich drauf, verstehst du? Gut, dass Sie da sind. Wir haben diese Menge Drogen bei dem Schüler gefunden. Das ist auch derjenige, der den Streit mit Anka hatte. Also wenn die von den Drogen wusste, dann ist das durchaus ein Mordmotiv. Im Moment sind wir eher an Ihren Motiven interessiert, Herr Bennecke. Ich habe jetzt Zugriff. Auf die Daten aus dem Netbook ist allerdings eine ganze Menge Zeug. Und gleich kommt noch der Rechner von Bennecke dazu. Würde das gerne mit Ihnen zusammen durchgehen. Nein, diesmal kein Scherz. Ich bin ziemlich durch und kann tatsächlich Hilfe brauchen. Na gut. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen schweren Fehler gemacht. Wir haben mit Ihrer Schülerin geschlafen. Nein, niemals. Wie können Sie denn sowas sagen? Sondern? Wir haben uns mehrmals getroffen, wir haben miteinander geredet. Sie hatten ein Verhältnis mit ihr. Nein! Doch. Sie war verliebt in mich und ich habe sie abgewiesen. Und bei dem Treffen ging es immer nur um Anka und ihre Probleme, um nichts anderes. Ich habe nur versucht, ihr zu helfen. Unter den Fingernägeln des Mädchens gefunden. Wenn die mit ihrer DNA übereinstimmen, sind sie dran. Sie können uns also gleich die Wahrheit sagen. Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Aha. Und was ist das für ein Fehler, von dem Sie gesprochen haben? Und wie erklären Sie uns das? Ich weiß, was du getan hast und du wirst dafür bezahlen. Für was sollen Sie bezahlen? Die Mail stammt von jemandem, der sich regelmäßig mit Anker-Mails geschrieben hat. Was weiß er über Sie? Wo waren Sie denn vorgestern früh um 9 Uhr? Da war ich joggen. Hat Sie da jemand gesehen? Um die Zeit joggen immer die gleichen Leute. Ach, gut, dass Sie kommen. Wir sind da unter Umständen auf was Wichtiges gestoßen. Ja, später, Vorsitzende. Lassen Sie das mit dem Computer ruhig von Weiland machen. Wir haben hier zwei Alibi-Zeugen, die dringend vernommen werden müssen. Gut, dass Sie mal sehen, wie mir es immer geht. Gabi, du musst keine Angst haben. Das Laternenfest ist doch erst morgen. Nein, du musst die Sachen nicht alleine hinschleppen. Ja, ich weiß, du hast im Kreuz... Ich muss jetzt Schluss machen. Wir sind mitten in einer Vernehmung. Ich habe nichts gesagt. Wenn Sie solche Angst vor falschen Verdächtigungen haben, sollten Sie ganz einfach mit der Wahrheit rausrücken. Ich habe Anka an dem Morgen gesehen, an dem Tag, als sie dann gestorben ist. Auf dem Dach? Nein. Ich gebe... immer zur gleichen Zeit joggen, wenn ich frei habe. Anka wusste das. Sie hat mich auf dem Parkplatz abgepasst. Sie hat mir eine Szene gemacht. Ich wollte nicht, dass uns jemand so sieht. Aber als ich mich losreißen wollte, hat sie mich festgehalten. Es ist gut möglich, dass das irgendwelche Spuren hinterlassen hat. Zeugen haben Sie nicht zufällig, nein? Das hört sich für mich nach einer Schutzbehauptung an. Warum haben Sie uns das nicht gleich erzählt?
Weil es doch heute gar nicht mehr darum geht, ob man ein Verhältnis zur Schülerin hat. Der bloße Verdacht reicht doch aus. Und ich liebe meinen Beruf. Das ist auch der Grund, warum ich diesem Treffen mit dem Mann zugestimmt habe. Was für ein Mann? Ein alter Mann, ich kenne den Namen nicht. Er hat gesagt, er hat das Handy und den Computer von ihr und er will Geld von ihr. War das dieser Mann? Ja. Aha. Und warum haben Sie sich entschieden, diesen Mann zu überfallen, anstatt ihn zu bezahlen? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich habe niemanden überfallen. Glaubst du, Olli kommt ins Gefängnis? Ja, da gehören Typen wie er hin. Aber das mit den Drogen, das war er doch nicht. Bist du blöde? Er hat genau das gekriegt, was er verdient. Oder hast du jetzt etwa Mitleid mit dem Arschloch? Willst du etwa kneifen? Nein. Gut. Wir haben Ihre Fingerabdrücke auf den Tasten des Handys. Wir wissen, dass Sie Heiner Bennecke vom Handy der Toten aus angerufen haben, um ihn zu erpressen. Ich wollte ihm die Sachen verkaufen. Keine Ahnung, was Sie mit Erpressung meinen. Herr Marker, hören Sie doch auf, uns Märchen zu erzählen. 20 Jahre habe ich in derselben Fabrik gearbeitet. In der DDR haben Sie nie was von den Sachen gesehen. War zu gut. Wurde alles exportiert. Da waren wir stolz drauf. Dann kam die Wende und das Zeug, was wir produziert haben, war von einem Tag auf den anderen plötzlich unbrauchbar. Und wir auch. Plötzlich haben wir alle auf der Straße gesessen. Und vor 3 Jahren haben Sie mich in den Frühruhestand versetzt. Was glauben Sie, wie da meine Rente aussieht? Es gibt Ihnen noch lange nicht das Recht, andere Leute zu erpressen. Nee, das gibt mir das Recht, durch blühende Landschaften zu latschen und Leergut zu sammeln. Das ist ja jetzt vorbei. Im Gefängnis gibt es sowas nicht und da werden Sie landen, wenn Sie uns nicht weiter bei unseren Ermittlungen helfen. Was haben Sie denn gegen Bennecke in der Hand? Ich habe ihn gesehen auf dem Dach mit dem Mädchen. An dem Tag, als das Mädchen gestorben ist? Nee, vor ein paar Wochen. Was haben die beiden da oben gemacht? Haben sich gestritten. Einen Moment lang waren die ganz schön dicht am Rand. Ich habe erst gedacht, er will die da runterschmeißen. Woher wussten Sie, wer der Mann ist? Das weiß ich jetzt erst. Ich habe Bilder von ihm und seinen Namen in Ihrem Computer gefunden. Woher kennen Sie sich denn mit Computern aus? Ich war 15 Jahre arbeitslos. Es gibt nichts, worin ich nicht geschult worden bin. Am Tag des Mordes haben Sie da was gesehen? Nee, da war ich ja gar nicht zu Hause, war unterwegs und hab Flaschen gesammelt, das hab ich Ihnen doch gesagt. Haben Sie den Angreifer tatsächlich nicht erkannt? Oder war es Bennecke? Ich weiß es nicht. Ich hatte den Lehrer ja direkt vorher getroffen. Der Bursche, der mich überfallen hat, hatte ganz andere Klamotten an. Wo hätte der diese plötzlich erben sollen? Was wird jetzt mit mir? Sie können erst mal gehen. Ich denke, der Staatsanwalt wird dann entscheiden, ob er gegen Sie wegen Erpressung vorgehen wird. Arme Schwein. Aber ich finde, er ist mit dem Sturz und der Nacht im Gefängnis genug gestraft. Gott sei Dank haben wir das nicht zu entscheiden. Tja, Bennecke, sieht nicht gut für Sie aus. Wir haben Ihren Füller auf dem Dach gefunden. Und Ihre DNA stimmt mit den Spuren an der Toten überein. Und Sie hatten ein Motiv. Ich habe Sie nicht umgebracht. Wie oft soll ich Ihnen das denn noch sagen? Der Mann, der Sie erpresst hat, hat Sie gesehen. Auf dem Dach. Mit Anker. Was haben Sie denn da gemacht? Das war ja der Riesenfehler, den ich gemacht habe. Nach dem Tod Ihres Vaters habe ich gesehen, was das mit Anka getan hat. Sie hat sich so verändert, sie ist langsam verwelkt wie eine Pflanze. Ich habe versucht, darüber mit ihr zu sprechen. Über den Tod und was der Tod für uns alle bedeutet. Ich wollte sie nicht mehr aus den Augen lassen. Irgendwann, nach einer Probe,
habe ich durch Zufall gesehen, wie sie in dieses Hochhaus gegangen ist. Ich wollte wissen, was sie da macht. Ich bin ihr nachgegangen. Sie sagte, sie wollte nur in Ruhe nachdenken, aber es war völlig klar, dass sie vom Dach springen wollte. Das haben Sie alles für sich behalten? Ich habe doch gedacht, dass ich der Einzige wäre, der einen Zugang zu ihr hat. Besser als irgendein fremder Therapeut. Ich wollte ihr doch nur helfen. Sie hat das missverstanden. Sie dachte, ich bin an ihr privat interessiert. Als ich das bemerkt habe, war es schon viel zu spät. Sie war schon so verletzt, ich musste sie nochmal verletzen. Ich musste ihr sagen, dass ich gar nichts von ihr will. Dass ich ein Lehrer bin, der ihr helfen will. Ich hätte sie nach dem Streit auf dem Parkplatz nicht alleine lassen dürfen. Ich habe nicht gedacht, dass sie nochmal aufs Dach geht. Sind Sie sich denn sicher, dass sie sich nicht das Leben nehmen wollte? Wir sind gleich wieder da. Was ist denn? Mindestens 3 Leute bestätigen das Alibi von Benneke. Und seine Frau kommt auch nicht in Frage, das habe ich überprüft. Was machen wir jetzt? Wir müssen ihn laufen lassen. Und dann sollten Sie sich unbedingt ansehen, was wir auf dem Rechner des Mädchens gefunden haben. Machen wir gleich, hm? Moment. Wir haben die Korrespondenz, die wir bereits hatten, und das, was wir auf dem Notebook gefunden haben, nach Datum sortiert, sodass sich plötzlich ein klares Bild ergibt. Würde jetzt zu viel Zeit kosten, über Details zu reden. Es stellt sich so dar. Vor 3 Monaten haben Anka und dieser Krieger angefangen, miteinander zu korrespondieren. Auf sehr poetische Art und Weise. Mit vielen Zitaten, so wie das Teil, was wir schon hatten. Gibt es irgendeinen Hinweis auf die Identität dieses Kriegers? Nein. Aber was wir sehen können, ist, dass die beiden in den letzten Wochen eine Entwicklung durchgemacht haben. Es wirkt so, als ob Anka plötzlich neuen Lebensmut entdeckt hat. Der Einfluss ihres Lehrers. Hat er doch nicht so versagt, wie er denkt. Oder vielleicht nur die Tatsache, dass er sich verliebt hat. Aber bei diesem Krieger, da hat sich auch was verändert. Er wird zunehmend zorniger. Ich habe dir versprochen, dass wir zusammengehen, Hand in Hand. Aber ich weiß jetzt, dass das für mich nicht der richtige Weg ist. Ich kann nicht sterben und mich zufrieden und heiter mit der ganzen Welt versöhnen. Und ich kann mich auch nicht einfach davonschleichen. Wenn ich schon gehe, soll es jemand mitbekommen. Wenn man schreit und keiner hört es, woher weiß denn jemand, ob es wirklich passiert ist? Ich will, dass man mich schreien hört. Und ich habe vor, laut zu schreien, sehr laut. Und jetzt kommt's. Eindeutig, oder? Also, ich denke, wir sollten das LKA einschalten. Der will Amok laufen. Ja, die sich eingearbeitet haben. Es ist vielleicht schon zu spät. Warum hat er das Mädchen umgebracht? Ja, vielleicht wollte sie ihn davon abhalten, das zu tun, was er vorhatte. Also, wenn er das ernst meint, was wir gerade gesehen haben, warum hat er es dann nicht getan, nachdem er das Mädchen umgebracht hat? Worauf wartet der? Also alle, die in Frage kommen, bis auf einen, sind Schüler. Montag ist Schulbeginn. Es ist spät, heute können wir nichts mehr ausrichten. Aber morgen müssen wir zuallererst mit der Schulleitung reden. Wir müssen rausfinden, wer von denen an Waffen kommt. Und wir müssen Benneke warnen. Ich weiß, was du getan hast und du wirst dafür bezahlen. Das ist doch eindeutig, auf wen er den größten Zorn hat. Was machen wir mit den Jugendlichen? Die knöpfen wir uns vor, am gleichen Morgen früh. Und zwar einen nach dem anderen. Und was ist, wenn wir uns bezüglich des Täters wenn das gar niemand von unserer Liste ist? Dann müssen wir die Schulleitung davon überzeugen, die Schule am Montag nicht zu öffnen. Ich schlage vor, die Jugendlichen zur gleichen Zeit herzuholen und sie dann getrennt zu vernehmen, ja? Hier sind die Adressen. Bitte schön. Haben Sie Benneke angerufen? Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob er das ernst genommen hat. Wir müssen ohnehin mit der Schulleitung reden. Wir können doch sowas nicht für uns behalten. Nee. Schneider? Nein, ich habe dich nicht vergessen. Wir sind nur gerade in einer sehr kritischen Situation. Gabi, ich komme so schnell wie möglich und helfe dir die Sachen rausbringen. Ja? Was?
Du bist schon da? Aber ich habe versprochen, dir zu helfen. Ja, es war meine Idee, es ist mein Stand, du hast recht. Ja, du hilfst mir. Es tut mir leid, ich komme so schnell wie möglich. Aber Gabi, entschuldige, ich muss Schluss machen, hier kommt gerade ein anderes Gespräch rein. Schneider. Guten Morgen, Frau Lohse. Wir sind sofort da. Das war die Mutter von Lennart. Ihre Waffe ist gestohlen worden. Los. Mein Mann hat immer versprochen, dass er die Waffe aus dem Haus schafft. Ist ein Erbstück, aber nicht antik. Es war sogar Munition dabei. Mein Mann ist heute früh auf Dienstreise gefahren, sonst wäre ich doch so früh gar nicht wach gewesen. Aber er hat seinen Terminkalender vergessen. Also habe ich für ihn was nachgesehen und dann habe ich das da entdeckt. Und dann habe ich hier nachgeschaut und dann habe ich gesehen, dass die Waffe verschwunden ist. Wo ist Ihr Sohn? Sie denken doch nicht etwa, dass mein Sohn was damit zu tun hat. Das muss ein Einbrecher gewesen sein. Es gibt hier nirgends Spuren von einem Einbruch. Frau Lohse, Sie wissen, dass das nicht irgendein Einbrecher war, der die Waffe mitgenommen hat. Sonst hätten Sie doch 110 gewählt, statt mich anzurufen. Also, wo ist Ihr Sohn? Der ist ganz früh aus dem Haus. Der hat gesagt, er hat einen Job. Auf dem Laternenfest. Auf dem Laternenfest? Oh Gott, ich habe Gabi versprochen, mit ihr da einen Stand zu machen. Die ist schon da. Wie 100 andere auch. Wir brauchen ein möglichst aktuelles Foto von Ihrem Sohn, ja? Ein Bewaffneter auf dem Laternenfest zwischen all den Leuten. Wir müssen das SEK anfordern. Quatsch. Wir müssen Ruhe bewahren. Das Fest fängt doch erst an. Vielleicht kann man den Veranstalter überzeugen, das Ganze noch irgendwie abzublasen. Und das muss in Ruhe passieren. Sonst lösen wir noch eine Panik aus. Aber das sehe ich anders. Ruhe bewahren und die Lage sondieren ist als Strategie bei Amoktaten völlig überholt. Das sehe ich genauso. Mein Sohn ist kein Amokläufer. Ich rufe ihn sofort an. Davon würde ich Ihnen dringend abraten. Vielleicht zögert er noch. Wenn Sie ihn warnen, könnte genau das ausgelöst werden, was wir verhindern wollen. Wir müssen ihn finden und das schnell. Dafür brauchen wir Verstärkung. Na gut, dann los. Ich fahre ins Büro und kontaktiere die zuständigen Stellen. Ich fahre mit Frau Lind. Sag mal, kommst du noch irgendwann oder was? Ich hatte nicht vor, das alleine zu machen. Gabi, hör zu. Wir haben ein Problem. Es handelt sich um den Mordfall, an dem ich arbeite. Du hast doch immer ein Problem, wenn du was mit mir machen sollst. Ich will, dass du dich einmal für mich entscheidest und nicht für die Arbeit. Entweder du kommst jetzt her oder wir sind geschiedene Leute. Gabi, hör doch zu. Hallo? Hallo? Versuchen Sie, den Mann zu überzeugen. Ja, natürlich ist mir klar, dass Sie das Gelände nicht evakuieren können, ohne den Täter aufzuscheuchen. Aber in einer halben Stunde ist Fischerstechen. Das ist immer ein Riesenauflauf. Sagen Sie es ab. Okay. Handys? Handycheck? Sorgen Sie dafür, dass alle Lennarts Bild haben. Haben Sie es? Okay. Und los. Okay. Ja, dann eben nicht. Immer das Gleiche. Keiner will eine Entscheidung treffen. Ich fahre mit raus. Warten Sie, ich habe die Liste mit Personen aus der Region Sachsen-Anhalt, die letztes Jahr die Software registriert haben, mit der das Kriegervideo hergestellt wurde. Ich habe ganz andere Sachen im Kopf. Ich denke, Sie sollten sich das angucken. Tim Engert?
Jaku schwere Fehler. Aber nicht als Ehemann. Ich habe dich nie betrogen. Ich habe nicht mal dran gedacht. Das musst du mir glauben. Wie schlimm ist es denn? Gut. Ich komme rum. Danke, Herr Kuczynski. Es war der Hausmeister von unserer Schule. Jemand hat die Dekoration von unserem Stück zerstört. Ist alles kaputt. Ich muss dahin. Aber nicht jetzt. Die Polizisten haben doch auch gesagt, du sollst vorsichtig sein. Ja, ich bin ja vorsichtig. Aber ich muss mich doch drum kümmern. Am Montag ist die erste Probe seit Ankers Tod. Das ist wichtig für die Gruppe. Die haben sich solche Mühe gegeben. Aber warum gehst du denn nicht ans Handy? Ich habe eine Spur, die will ich verfolgen. Also bitte melde dich sofort, nachdem du das abgehört hast. Danke. Jetzt bin ich aber froh, dass du doch noch gekommen bist. Du musst hier weg, sofort. Nein, sag mal, bist du verrückt? Was soll denn das? Gabi, du bist möglicherweise in Gefahr. Was? Es ist unter Umständen ein Anschlag auf das Fest geplant. Du musst hier weg. Das hast du dir jetzt ausgedacht, um dich zu drücken. Sag mal, schämst du dich nicht? Bleib doch in deinem Büro, wenn du keine Lust hast. Aber erzähl mir nicht solchen Quatsch. Das ist kein Quatsch. Du kannst dann wirklich alles versauen. Ich habe ihm die Waffe nicht gegeben. Ich versuche nur, ihn aufzuhalten. Also bitte geh. Bitte. Was anderes einsetzen als die Waffe. Wir müssen möglichst nah ran, um zuzugreifen. Wir haben ihn. Zugriff! Wo ist die Waffe? Ich habe keine Ahnung, von was Sie reden. Du hast die Waffe von deinem Vater gestohlen. Was wolltest du damit? Nun red schon! Ich habe sie Tim gegeben. Tim Engert. Warum hast du das getan? Er hat die Drogen besorgt, um sie in Schmidt von Olling zu verstecken. Aber er hat gesagt, das reicht nicht mehr, um ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Er hat mir versprochen, dass er ihm die Waffe unterschiebt, damit er in den Knast geht. Das hast du ihm geglaubt? Er hat mir geholfen. Außer Anker war er der Einzige, der mir geholfen hat. Er hat dich ausgenutzt, sonst nichts. Woher wusste er denn, dass du an eine Waffe rankommen kannst? Hab ich ihm mal erzählt. Ich wollte mich wichtig machen.
Schreiben Sie Tim Enger zur Fahndung aus. Weisen Sie darauf hin, dass er bewaffnet und gefährlich ist. Kommen Sie. Hier, Kriminalpolizei Halle. Ich müsste dringend Ihren Mann sprechen. Tut mir leid, er ist nicht hier. Wissen Sie, ob er Probleme mit einem Schüler hatte namens Engert, Tim Engert? Ich weiß, dass sich mein Mann sehr für ihn eingesetzt hat, aber der Junge wurde dann doch der Schule verwiesen. Wo ist er denn jetzt? In der Schule! Er hat einen Anruf gekriegt, dass jemand die Dekoration für die Schulaufführung demoliert hat. Ja, das haben wir selber schon festgestellt. Engert hat die Waffe von Lennart Lohse bekommen. Wir haben Engert schon zur Fahndung ausgeschrieben. Dazu ist es wahrscheinlich zu spät. Ich befürchte, dass er vorhat, Bennecke in eine Falle zu locken. Ich bin schon kurz vor der Schule. Das machst du aber auf keinen Fall allein. Hallo! Hallo! Wir fahren in die Robert-Koch-Schule, sofort! Okay, los geht's. Sind denn im Moment in der Schule? So 40, 50, würde ich sagen. Was, sind so viel? Ja. Sind dann noch Ferien? Was machen die hier schon? Ja, die Volleyballmannschaft trainiert, das Kammerorchester tot. Manche Leute hängen einfach nur ab. Und hat die auch einen Hintereingang? Ja, hinterhalb der Bühne. Gehen Sie zum Eingang und warten dort auf meine Kollegen und helfen Sie, ihnen die Schule zu räumen. Du warst das. Du hast mir diese Mails geschickt. Warum? Ich wollte, dass Sie wissen, dass Sie Ihre Strafe kriegen. Aber für was, Tim? Ich begreife das nicht. Ich habe mich so oft für dich eingesetzt. Ja, und dann haben Sie mich einfach fallen lassen. Ich habe für dich gekämpft. Wieso? Damit ich mich besser fühle? Oder damit Sie sich besser fühlen? Ich wollte dir nur helfen. Und wenn Sie das nicht können? Wenn Sie nichts sind als ein kleiner frustrierter Pauker, dem einer dabei abgeht, wenn er lieber Gott spielen kann? Wo ist unser Kollege? In der Aula. Mit dem Täter? Keine Ahnung, aber er ist nicht wieder rausgekommen. Verdammt. Wir müssen die Schüler da rausholen. Ja. Hast du Anka umgebracht? Die haben sie mir weggenommen. Das ist nicht wahr. Tim, da war nie was zwischen uns. Ja? Das hat Anka aber anders gesehen. Alles war in Ordnung. Bis Sie sich eingemischt haben. Wir wollten zusammen Schluss machen, aber Sie konnten sie ja nicht in Ruhe lassen. Wissen Sie, warum sie plötzlich nicht mehr wollte? Weil sie sich verknallt hat in Sie. Sie haben sie die ganze Zeit nur verarscht, genauso wie sie mich verarscht haben. Ich wollte ihr nur helfen. Ein Scheiß hast du! Du kannst ja nicht mal selber helfen! Du hast sie weggestoßen und was macht sie? Verrät mich für so eine Flasche wie dich! Dach, kurz nachdem du ihr gesagt hast, dass du nichts von ihr willst. Sie war total fertig.
Also habe ich ihr gesagt, dass sie sich keine Sorgen machen braucht. Dass ich nicht gehe, ohne dich mitzunehmen. Dann ist sie völlig ausgerastet, hat gesagt, dass sie es dir sagt, dich warnt, dass sie zur Polizei geht. Und da hast du einfach zugeschlagen. Das ist es doch, was sie wollte. Sie wollte mit mir von diesem Dach springen. Aber du musstest dich hier einmischen. Sie hat gekriegt, was sie wollte, und ich krieg's auch. Tim, warum willst du einfach so dein Leben wegschmeißen? Weil es nichts wert ist. Für mich nicht und auch keinen anderen. Tim, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, das ist in dem Moment so. Du bist jetzt wieder der große Helfer, sag mal, checkst du's nicht? Du bist ein Loser, genau wie ich. Du hast noch mehr Schiss vor dem, was da draußen ist, als ich. Deswegen versteckst du dich hier in der Schule und machst dann auf dicke Hose. Aber wenn's drauf ankommt, dann ziehst du den Schwanz ein. Das war bei mir so und bei Anke auch. Komm, ich will es von dir selber hören. Sag, ich bin ein kleiner Wichser und ich kann mir nicht mal selber helfen. Sag es! Ich bin ein kleiner Wichser und ich kann mir nicht mal selber helfen. Soll ich dir sagen, was ich jetzt mache? Ich werde ihn in den Bauch schießen. Danach gehe ich los und schieße alle ab, die in dieser Schule sind. Ich will, dass du hörst, wie sie schreien und um Hilfe betteln. Du willst doch so gerne Helfer sein. Dann versuch mal, ihnen zu helfen. Komm, lauf und versuch, sie zu warnen. Ich gebe dir 10 Schritte Vorsprung, bevor ich schieße. Was war das? Ich bin's, Spöcke. Sagen Sie nichts. Ich gehe jetzt auf die andere Seite und mache Lärm. Hier hinter mir ist eine Tür, das wissen Sie. Und sobald der Tim abgelenkt ist, rennen Sie hier raus. Haben Sie mich verstanden? Draußen warten Einsatzkräfte. Was hast du gemacht? Genau wie ich. Warum ist er nicht mit rausgekommen, verdammt nochmal? Um von mir abzulenken, muss er so weit wie möglich von der Tür weg. Wir müssen da sofort rein. Nicht bevor wir nicht genau wissen, was da drin vor sich geht. Im Moment sehen wir doch nur den Geiselnehmer. Keine Idee, wo Herbert ist. Die Schule müsste schon evakuiert sein. Der Einzige, den du erschießen kannst, bin ich. Das macht wohl keinen Sinn, was? Wie alles keinen Sinn macht, was du tust. Oder glaubst du im Ernst, es gibt irgendeine Entschuldigung dafür, was du hier abziehen willst? Dir geht es schlecht, ja. Aber glaubst du, dir geht es besser, wenn du deinen Lehrer umgebracht hast und ein paar Mitschüler? An deiner Stelle würde ich aufgeben. Dann kommst du wenigstens noch einigermaßen heil aus dieser Nummer heraus. Was kann man dir vorwerfen? Illegaler Waffenbesitz und Angriff auf den Lehrer. Haben Sie Anker vergessen? Nein, das habe ich nicht. Das ist im Affekt passiert. Verstehst du, Tim? Im Affekt. Das ist was anderes, als wenn du jetzt hier rausrennst und wild um dich ballerst. Pass auf, ich mache jetzt Folgendes. Ich lege meine Waffe weg, komm zu dir raus, du gibst mir deine und dann gehen wir gemeinsam raus, ja? Also ich komme jetzt. Was passiert da? Sieht so aus, als ob Kollege Schmücke seine Waffe abgelegt hat. Ist der verrückt? Warum macht er das? Ich kann's nicht. Ich kann's einfach nicht, ich bin zu feige. Das hat mit Feigheit nichts zu tun, mein Junge. Glaub mir. Ja, Herbert, wir kommen raus. Sie kommen raus. Was kommt? Runter! Runter am Boden! Thank you.
Mach sowas ja nie wieder.